Grüß euch und willkommen zum sechsten Video in der Reihe Tipps und Tricks rund um die Maho. Heute geht es darum, was jedem Mal passiert. Man fährt auf den Notausendschalter einer Achse. Das kann zum Beispiel passieren, wenn man zur Maschine kommt und bevor man eine Referenzfahrt gemacht hat, mit den Achsen verfährt. Dann hat man keinen Software-Endschalter und man fährt auf den elektromechanischen Endschalter. Das kann jedem Mal passieren. Nerven nicht wegschmeißen. Das ist in den nächsten 2 Minuten repariert. Gleich nach dem Intro geht's weiter. Ganz kurz, was brauchen wir dafür? Alles, was wir dafür brauchen, ist in meinem Fall ein 10er und ein 4er Endmaß. Und ich brauche noch zusätzlich eine Taschenlampe, da mein Schaltschrank keine Beleuchtung hat. Und wir sehen uns gleich im Schaltschrank wieder. Gut, im Schaltschrank angekommen, halten wir Ausschau nach dieser großen Platine mit den ganzen Relais drauf. Und dort wollen wir das Relais K1, das ist in der ersten Spalte, das zweite von unten, mit den Endmaßen einfach blockieren. Solltet ihr die Plastikabdeckung nicht haben, müsst ihr jemanden bitten, der für euch kurz den Knopf hält oder den mit einem Stück Klebeband fixieren. Dann gehen wir wieder zurück zur Steuerung. Wieder angelangt bei der Steuerung, müsst ihr den Hydraulikknopf drücken. Und wenn ihr den drückt, sollte jetzt die Hydraulik von der Maschine anspringen. Und wenn ihr dann wieder runtergeht, wird er sofort wieder rausfallen. Ja, genau. Wie gesagt, Knopf drücken, gedrückt halten, den Fehler mit Clear weglöschen. Danach könnt ihr bei gedrückter Hydrauliktaste mit der Achse, mit der ihr auf den Endschalter gefahren seid, einfach wieder runterfahren. Also in meinem Fall in Y ins Minus. Ja, das war die ganze Hexerei. Jetzt holen wir die Endmaße aus dem Schaltschrank noch raus und schon können wir wieder weiterarbeiten. Wie immer wünsche ich euch viel Spaß mit eurer Maho und einen schönen Nachmittag.